Männlich 15. Könnt ihr mir die Telefonnummer von einem Mädchen besorgen? Bitte. Hattest du eben schon. Ich glaube, der Typ hat's, der hat's gespammt. So, hallo und willkommen zu Therapiestunde mit Alex und Dennis. Ey, das war geil. Ja, also ich hatte mal, glaube ich, Alex meint, dass ich in irgendeinem Video mal gesagt habe, dass ein besserer Name folgen wird. Und so haben wir uns eben lange den Kopf zerbrochen. Ungefähr 2 Minuten. 3 Sekunden. Auch gut. Ja, aber es ist alles wie gewohnt, nur der Name ist anders. Okay, du darfst anfangen. Ah, ich darf anfangen? Okay. Mhm. Dann fange ich mal mit etwas Witzem an. Na dann, mach doch. Okay, männlich 20. Meine Freundin will immer, dass ich sie beim GV schlage. Sie bekommt sonst keinen Orgasmus. Weshalb ist das bei ihr so? Ja, frag sie, nicht uns. Ja, und wenn das nicht hilft... Erschieß dich! Darauf will ich hinaus. Pam, pam. Weg mit dem Kopf. Ich bitte, du kriegst schon die Erlaubnis, sie zu schlagen, dann tu's auch. Ja, stimmt. Okay, du bist. Okay, männlich 15. Achso, übrigens, wenn ich jetzt irgendwas vorlese, was bei Broken Thumbs schon kam, dann sag nicht, oh, das kam bei Broken Thumbs schon. Weil okay. Wenn ich das vorlese, dann weiß ich das nicht. Und dann okay. Ist ja egal. Okay, männlich 15. Oh, das war schon bebogen. Okay, männlich 15. Liebes DB-Team. Ich habe ein ziemlich kleines Problem. Da steht zwar groß, aber er hat einen kleinen Penis, wette ich. Okay, meine Schwester ist von mir schwanger. Applaus. Es geschah auf einer Party und wir beide waren ziemlich betrunken. Dann ist es halt einfach so passiert. Könnt ihr uns helfen? Unsere Eltern haben wir bis jetzt noch nichts gesagt. Vielleicht auswandern? Oder bring deine Schwester um? Oder bring dich um? Aber... lass das Kind abtreiben. Wieso? So betrunken kann man doch nicht sein, um mit seiner Familie hier rumzumachen. Hast du doch auch schon. Ah nee, Quatsch, das waren deine Eltern. Du weißt, wie ich das meine. Ja, ist schon gut, ja. Ich meine nicht, dass man betrunken ist und dann mit dem Ehepartner rummacht, sondern dass man betrunken ist und dann zum Beispiel seine Schwester flachlegt. Das gibt's doch gar nicht. Wer ist denn so betrunken? Da war doch irgendwas drinne. Außer Alkohol. Ich glaube, die haben das erst im Nachhinein erfahren, dass die Geschwister sind. Ja, das wird's gewesen sein. Okay, bin ich dran? Mutti, guck mal, ich habe eine neue Freundin. Das ist deine Schwester! Ja und, das zählt auch. Freundin ist Freundin. Okay, los. Mach. Okay, du. Männlich 15. Kam schon bei Broken Thumbs. Nein. Kam war eben schon bei mir, ich hatte auch männlich 15. Das ist ein Unterschied. Mein männlich ist mit E. Männlich. Okay. Männlich... männlich 15. Könnt ihr mir die Telefonnummer von einem Mädchen besorgen? Das war's? Ja. Ich kann dir die Telefonnummer von meiner Oma besorgen. Aber die ist tot. Ich lese mal kurz spontan eine Nummer vor. 0175 88 12 9 55. 88 12 9 55. Merkt ja. Es euch, merkt es euch. Ganz zum Schluss kommt noch ein B. B. Okay. Nein, können wir nicht. Gut. Ich konnte. Ja. Ist doch dumm. Männlich 18. Männlich 18. Hallo, liebes Durchblick-Team. Ich glaube, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich bin vor 2 Wochen 18 geworden und schaue seit etwa 2 Jahren, wenn ich in der Stadt bin,
immer Mädchen und Frauen hinterher. Auch sehe ich im Fernseher gerne nackte Frauen. Das hatte ich mit 15 nicht, bin ich normal. Natürlich bist du normal, hallo? Erstmal, lese noch mal den ersten Absatz vor. Hallo liebes Durchblick-Team, ich glaube mit mir stimmt irgendwas nicht. Stimmt, weil du hier was auf der Seite postest. So, lese noch mal den zweiten Absatz. Ich bin vor 2 Wochen 18 geworden und schaue seit etwa 2 Jahren, wenn ich in der Stadt bin, immer Mädchen und Frauen hinterher. Stopp, was auch nicht stimmt. Stopp! Du bist doch tatsächlich 18 geworden. Wie konntest du so lange überlegen? Also... Wow. Okay. Und ich weiß, was mit dir nicht stimmt. Auch in Wahrheit bist du schwul, aber trotzdem guckst du Mädchen hinterher. So. Auch sehe ich im Fernsehen gerne nackte Frauen. Das ist Tarnung. Das ist Tarnung, genau. Das hatte ich mit 15 nicht, bin ich normal. Also ich kann dich beruhigen. Wer hier was auf der Seite postet, ist ganz sicher nicht normal. Aber schön, dass du das Internet entdeckt hast. Aber wir wissen, das Internet ist für uns alle Neuland. Und für dich ist es Sperrgebiet. Ben Affleck wird der neue Batman. Egal, an Adam West kommt eh keiner ran. Warum lese ich das? Okay. Schon witzig. Okay. Dann liest vor. Ich hab doch gerade. Ach ja, okay. Wir haben uns zwar noch nicht geäußert, aber ich, er hat das seit 2 Jahren. Er hat das seit 2 Jahren, er ist 18 geboren, also seit 16. Seit er 16 ist. Also, bei mir hat das schon früher angefangen. Bei mir schon mit 3. Ja. Mit 3 hast du dir schon einen gewankt, wenn du vorm Fernseher gesessen hast. Standard. Du hattest doch noch gar nicht zum Rumschütteln. Der war schon immer 4 cm lang. Also damals war er ja groß. Ja, genau. Jetzt ist er klein. Okay, los. Okay. Okay. Das ist ein Geständnis, ne? Das habe ich auf Band. Nein, das ist ein Geständnis. Das, was du gerade gesagt hast, schneide ich raus. Okay, los, weiter. Okay. Fick dich, das schneidest du nicht raus. Das steht da nicht. Okay. Männlich 15. Könnt ihr mir die Telefonnummer von einem Mädchen besorgen? Bitte. Hattest du eben schon. Ich glaube, der Typ hat gespammt. Ich lese nochmal was anderes vor. Männlich 9. Wie hole ich mir einen runter? Meine Freunde machen das die ganze Zeit in der Dusche und ich schaue ihnen dabei zu. Ich will auch mitmachen, aber weiß nicht, wie man das macht. Na, wenn du doch die ganze Zeit zugesehen hast, dann weißt du es doch jetzt. Warte, männlich 9? Echt jetzt? Ja. Oh Gott. Also, such mal im Internet nach einer Anleitung. Ja, genau. Also, da gibt's YouPorn, YouJizz. Nee, okay. Ich erkläre ihm kurz, wie das geht. Oder welche Utensilien du dafür brauchst. Du brauchst Handschuhe. Ja. Stark ätzenden Abflussreiniger. Batterien. Und eine Knarre. Milch. Falls du mal Durst kriegst. Ich glaube dann, nee, die. Ja, er stimmt, er ist ja noch nicht 9. Doch, er ist 9, also kann er die Milch schon selber herstellen. Na, weiß der nicht. Ich hoffe es für ihn. Sonst wird er durstig. Es gibt welche, die können erst mit 14 oder so Milch herstellen. Dennis. Nein, nicht Dennis. Stimmt, Alex. Der kennt's immer noch nicht. Alex, natürlich.
Wenigstens ist meiner groß genug, dass ich rankomme. Du, nur weil deine Hände sehr, sehr lang sind und deine Finger sehr, sehr klein. Weiblich 14. Wie einfach das Thema überspringt. Ja. So, weiblich 14. Liebes DBT. Mein Freund. Ach so, warte. Mein Freund und ich wollen bald miteinander schlafen. Auf was müssen wir achten? Er hat schon ein paar Mal mit einer Frau geschlafen. Ich noch nicht. Ja, dann warst du auch ein bisschen lesbisch so. Was müssen wir beachten? Reicht es, wenn wir mit Kondomen verhüten? Liebe Grüße und herzlichen Dank. Ja, ein Kondom für jeden Finger. Ach ja, ja, ja. Und die Pille wirkt wie ein Zäpfchen. Schieb's dir in den Arsch. Und gibt man kann sich auch vor hässlichem schützen mit einer Augenbinde. Warte, warte, ich muss mir das nochmal durchlesen. Also, er hat schon mit ein paar Frauen geschlafen, ich noch nicht. Das ist doch gut, oder? Für sie. Ja. Eigentlich. Also, gib dir die Kugel. Danke. Okay. Du ja. Übertreibst. Du übertreibst gnadenlos. Nein. Doch. Nie. Würde ich nie machen. Ja, los, mach jetzt weiter. Ach ja, stimmt, ich bin. Okay. Ich. Okay, okay. Männlich. Nee, weiblich 15. Liebes Durchblickteam. Also. Ich bin 15 und leider sehr ausgeschlossen. Ich habe eine top coole Figur und bin wirklich super hübsch. Glaube ich nicht. Wenn du das da reinschreibst, dann glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Also, Wahrnehmungsstörungen. Sieh. Fliege. Ja. Ja. Bisschen langweilig heute, oder? Täusche ich mich. Bisschen, ne? Ja, und dann mach mal ein bisschen Stimmung. Stimmung. Okay. Stell dir mal vor, sie hat ja wirklich eine Topfigur. Und ist weiblich. Und will die Telefonnummer von Mädchen. Dann passt es voll auf deine Beschreibung. So, jetzt lege ich auf. Ja, heute kommt nichts Lustiges mehr zustande. Doch, wir müssen jetzt noch was Lustiges los. Mach lustig sein. Ach, ich bin ja dran. Weiblich 12. Mich interessiert, ob Sex Spaß macht. Und ob man Angst haben muss. Also, es kann nicht, wenn du es falsch machst, töten. Echt? Und ja, es ist mir schon fast passiert. Als du den Prügel von deinem Freund in den Anus gerammt bekommen hast. Ja, aber da war ich noch eine Frau. Warst. Ja. Dann habe ich mich umoperieren lassen und ihn erstmal schön verdrischt. Was bist du jetzt? Ich bin ein S. Eine Mischung aus beidem? Nein. Keins von beiden. Ach so. Ja. Und ja. Muss man davor Angst haben? Definitiv. Ja. Definitiv. Und es macht Spaß. Nein. Also nicht jeden. Es ist nicht umsonst die schönste Nebensache der Welt. Also wenn man es freiwillig macht, dann macht es Spaß. Darauf wollte ich hinaus. Okay. Okay. Du bist dran! Okay, dann mache ich halt nochmal. Nein, ich überlege gerade, welchen ich nicht gebracht habe. Okay. Okay, ich habe was Gutes. Ich nicht. Männlich 14. Ich möchte mit meiner Freundin einmal die Reiterstellung ausprobieren. Leider wissen wir nicht so richtig, wie das geht. Bitte schickt mir ein Bild davon. Danke im Voraus. Perversen Schweine.
Ich wette, der hat gar keine Freunde und der will einfach nur Bilder. Schmuddelbilder. Die Frage hast du dir doch ausgedacht. Nein. Und die Frage, ob Sex Spaß macht, ist ja auch ausgedacht. Weiblich 12, ja natürlich warst du das. Ich oh hier, das nächste, männlich 13, auch von dir. Du bist weiblich, männlich, 12 und 13 Jahre alt. Ja, ich hab's drauf. Ja, sagt man so. Okay, wir geben dir gerne Fotos, musst uns nur privat kontaktieren, denn Alex hat ja auch einen Kanal. Ja. Übrigens, der steht nicht unten in der Beschreibung, weil Dennis dafür zu doof ist, was in die Beschreibung zu schreiben. Ich hätte es gemacht, aber jetzt mache ich es nicht mehr. Yes! Was? Irgendwas mit 8 Eiern oder so. 8 Augen. 8 Eier. 8 Augen. Ja, das hat Dennis. 8. Ja, 8. Nachdem ich da einmal zwischen Beine getreten hatte, hat er nur noch 1. 8 Eis, 8 HD, ne? Ungefähr. So ungefähr. Reimt euch was draus. Na gut, soll ich noch eins vorlesen? Gerne. Schieß los, hau rein. Diesmal was richtig. Schieß rein, hau los. Das war schön. Okay, männlich 13. Liebes DBT. Ich bin 13 Jahre alt. Echt? Nein, wirklich, was? Wirklich? Verdammt. Oh mein Gott. Aber mein Penis ist sehr klein. Ich sag doch, das warst du. Ich habe auch keine Schamhaare und kein Sperma. Habe ich einen Fehler? Danke. Ja, der Fehler ist, du lebst. Warte, ich lese es nochmal vor. Liebes DBT, ich bin 13 Jahre alt und heiße Alex. Aber mein Penis ist sehr klein. Ich habe auch keine Schamhaare und kein Sperma. Habe ich einen Fehler? Danke. Sperma hat man nicht, das produziert man. Habe ich gehört. Es ist eindeutig, du warst noch nicht in der Pubertät, also erschieß dich. Okay, darf ich noch einen allerletzten raushauen? Nein, du sollst dich ja jetzt erschießen. Mach ich danach, okay? Okay. 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 Dennis 11. Ich bin schwul und lutsche gerne Schwänze. Ich liebe Sperma zu haben. Stimmt was mit mir nicht. Ja, es stimmt was mit dir nicht, nämlich, dass ich dich kenne. Und ich weiß, dass du eigentlich Alex heißt. Oh, hart gedisst, Alter. In den Arsch gefisset. Ich glaube, wir kriegen heute nichts Lustiges mehr zustande. Richtig. Reality Queens auf Safari. Das ist die härteste Show der Welt. Das Mitmachen ist sicher hart, aber das Zuschauen ist noch viel schlimmer. Ich leg auf. Nein, auf der Durchblickseite stehen links so ein paar Tweets. Da habe ich gerade mal was vorgelesen. Da auch das mit dem Ben Affleck und Batman. Okay, dann bedanken wir uns fürs Zusehen. Besucht auf jeden Fall auch Alex seinen Kanal. Sind schon sehr viele Videos drauf. Eins. Wenn ihr das Video bis jetzt geguckt habt, bringt euch um. Ja, Respekt. Danke. Respekt. Danke. Respekt. Tun sie nämlich auch gleich. Ja, gegenseitig. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Vielleicht. Und ja, tschüss. Tschüss.